Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf GamingFeel.de. Und ich darf euch ebenfalls begrüßen zu 20 Fakten zu Fallout. Bethesda plante für Fallout 3 neben Schlossknacken und Hacken ein Operations-Minigame, mit dem man sich heilen konnte. Man entschied sich aber dagegen, weil es den Spielfluss verlangsamen würde. Ein Fallout-MMO? Eigentlich eine gute Idee. Dasselbe haben sich die ursprünglichen Entwickler von Interplay gedacht. Einziges Problem, die Rechte wurden bereits an Bethesda abgetreten, die das Spiel dann auch so groß gemacht haben, wie es heute ist. Aber weil da ein paar Dinge übersehen wurden, hatte Interplay doch noch irgendwie das Recht dazu, dass sie ein MMO machen. Diese begannen dann mit der Entwicklungsphase, das ging Bethesda aber mächtig gegen den Strich und so wurden die eigentlichen Rechte an einem MMO dann von Bethesda für 2 Millionen aufgekauft. Investiert man nur einen Punkt Intelligenz, sprechen NPCs mit euch, als wärt ihr zurückgeblieben und euer Charakter kann keine vollständigen Sätze mehr bilden. Das Setting von Fallout liegt in einem Alternativszenario der Weltgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und so konzentrierte sich die Wissenschaft ab den 1950er Jahren hauptsächlich auf atomar betriebene Autos und Roboter etc. Im Jahre 2077 bekamen sich dann die USA und China irgendwie in die Haare, worauf dann ein zweistündiger Atomkrieg folgte, der den Großteil der Erdoberfläche zerstörte. Später sagte man dazu dann nur noch der große Krieg. Die mini-atombombenschleudernde Waffe, genannt Fat Man, wurde nach der Atombombe, die im Zweiten Weltkrieg auf Nagasaki eingesetzt wurde, benannt. In der japanischen Version änderte man den Namen in Nuka-Lounge, um niemanden zu beleidigen. Der NPC Harold ist in Fallout 1, 2 und 3 vertreten. Im ersten Teil ist er noch ein normaler Ghoul, im zweiten dann ein Gecko-Ghoul und im dritten dann schlussendlich ein Baumhüter. Fallout ist voll mit Medikamenten. Ursprünglich wollte Bethesda dies nach ihren Vorbildern benennen. Das hätte aber wiederum dazu geführt, dass es in Australien verboten wird. So gab man den Medikamenten fiktionale Namen. Zum Beispiel Morphium wurde zu Made-X. Vaults sind unterirdische Bunker, die horizontal in die Berge eingebaut wurden. Die meisten dieser Vaults wurden von Vault-Tec inmitten des 21. Jahrhunderts gebaut. Insgesamt gibt es so circa 100 verschiedene Vaults. Die Körperhaltung des Vault-Boys hat eine andere Bedeutung, als ihr denkt. Wenn ihr ein Atompilz seht, streckt die Hand aus, macht ein Auge zu, haltet den Daumen über den Pilz. Deckt euer Daumen den Pilz nicht ab, seid im Gefahrenradius und solltet in eurem Bunker verschwinden. Die Fallout-Spiele sind voll mit Easter Eggs, die meistens sind an irgendwelche Filme oder andere Spiele angelehnt. Und so kommt zum Beispiel die Waffe von Harry Callahan aus den Dirty Harry Filmen und einige Anspielungen auf die Elder Scrolls vor, was ja ebenfalls von Bethesda entwickelt wurde. Fallout hat eine ziemlich wackelige Entstehungsgeschichte hinter sich. Es sollte eigentlich der Nachfolger von Wasteland werden, aber Lizenzstreitigkeiten führten dazu, dass sie ein eigenes Spiel konstruierten. Interplay verlor auch die Lizenz für das GURPS-Spielesystem, das die meisten Rollenspiele verwendeten. Daher entwickelten sie ihr eigenes. Laut aktuellen Informationen wird es wohl keinen Fallout-Film geben. Wer aber doch nicht auf nicht interaktive Bewegtbilder verzichten möchte, der kann das gerne auf YouTube tun und zwar gibt es einen Fanfilm oder eher gesagt eine Fanserie. Bevor Interplay sich für das postnukleare Setting entschied, kamen einige eigenartige Ideen. Zuerst dachte man an ein Dungeons & Dragons ähnliches Setting. Dann dachte man an eine Zeitreise, in der Spieler Urmenschen tötete, was zur Folge hatte, dass Dinosaurier den Planeten beherrschten. What the fuck? Die Firma General Atomics, die laut Fallout 3 aktiv an der Entwicklung des Liberty Prime, einem Armeeroboter, beteiligt war, gibt es wirklich, gleich wie die Nellis Air Force Base aus New Vegas. Die ersten beiden Fallout-Titel wurden von Interplay entwickelt. Der dritte Teil war unter dem Projektnamen Ben Burn zwar schon in Arbeit, aber dadurch, dass Interplay pleite ging, stand Fallout wieder mal vor dem Aus. Doch Bethesda erwarb die Lizenz für Fallout und rettete somit wieder mal das Franchise. Einige Entwickler von Van Buren, also dem Projekt, das eigentlich statt Fallout 3 rauskommen sollte, aber eben nie rauskam von Interplay, da waren einige Entwickler eben an Fallout New Vegas beteiligt. So wurden viele Ideen, wie jetzt das Spiel eigentlich aussehen soll, bei New Vegas dann eingebaut. In New Vegas plante man ursprünglich Romanzen für Teammitglieder verfügbar zu machen.
Dies wurde gestrichen, weil sich die Entwickler einig waren. Das wäre nicht lustig oder interessant gewesen. Der Schauspieler Matthew Perry verlieh dem Charakter Benny aus Fallout New Vegas seine Stimme und sein Aussehen. Außerdem sind ein paar weitere bekannte Schauspieler dabei, unter anderem William Sadler und Ron Perlman. Dieser sollte eigentlich den meisten von euch ein Begriff sein, denn das ist der originale Hellboy und natürlich auch bekannt aus der Serie Sons of Anarchy. In Fallout 2 sollte es ein Childkiller-Perk geben. Das wäre wirklich das Symbol dafür gewesen. Zum Glück sahen auch die Entwickler ein, dass es keine gute Idee war. So, und jetzt kommen wir zum 20. und gleichzeitig auch wichtigsten Fakt. Habt ihr euch schon mal gefragt, woher das Klingeln kommt, das man nach dem Nachladen in Fallout hört? Ganz einfach, das ist nämlich die Essensglocke des Entwicklerstudios. In New Vegas plante man ursprünglich für Fick dich. Das war das geilste Feature. Die meisten dieser Vaults wurden von Vault Tech inmitten des Ein- und... Und wir kommen zum letzten... Jo Leute,